Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Heute möchte ich eine Zechenkarte mit dem Map Composer erstellen. Ja, und dazu möchte ich euch ganz gerne einmal kurz mitnehmen. Wir starten eine ganz neue Instanz vom Map Composer. Wie immer wird man mit diesem Fenster begrüßt. Wenn ihr die Version von meiner Homepage genommen habt, wir geben den geforderten Arbeitsspeicher ein oder beziehungsweise den Arbeitsspeicher, der vorhanden ist. Bei mir wären es 64 GB. Drücken einmal Enter und schon haben wir ein und schon ist der Map Composer gestartet. So, wie fange ich da an? Ich öffne mir erstmal die Fenster, die ich brauche, zum Beispiel Wanderregion. Da sage ich ihm, ich möchte ganz gerne eine Zechen, ich nenne sie mal Zechen-Map. Genau, Zechen-Map machen wir mal V1.0. So möchte ich sie ganz gerne nennen. Das kopiere ich mir. Ich weiß jetzt schon, ich brauche einen Planetfall von Nordrhein-Westfalen, weil das soll sich nämlich nur aufs Ruhrgebiet beziehen. Dazu brauche ich die Koordinaten. Da muss ich selber erstmal überlegen. Ich schätze mal so irgendwas zwischen 6 und 8.5 vielleicht. Breite vielleicht 51 bis 51,8. Setze hier ein Häkchen, ist schon. Höhenlinie möchte ich nicht haben, die irritieren nur. Sag ihn speichern und dann überprüfen wir sofort die Region. Wenn wir auf Regionsübersicht gehen und schauen, ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Ja, also bis Venlo braucht nicht drauf, obwohl bei Nordrhein-Westfalen wird er eh hier abschneiden. Könnte man eigentlich auch so lassen. Ja, für Testzwecken mache ich das Fenster ein bisschen kleiner, damit einfach der Durchlauf ein bisschen schneller geht. Ich schließe hier wieder und sage ihm 6.6 bis 8.4, 51.2 bis, ja, sagen wir mal 7. Ist jetzt nicht ganz das Ruhrgebiet, aber zu Testzwecken sollte es reichen. Ja, Düsseldorf, wo ist das Ruhrgebiet? In Bayreuth ungefähr. Hier wäre das Ruhrgebiet zu Ende und im Norden bis Haltern eigentlich. Ja gut, komm, wir machen noch ein bisschen Feintuning. Sagen wir 8.3. Und hier lassen wir doch mal Haltern mit drauf. Regionsübersicht, ja, so ganz grob passt das schon, ne? So, hier wäre in etwa das Ruhrgebiet. Region passt. So, und dann gehe ich hier auch direkt weiter und sage ihm, du sollst natürlich auch Zechenkarte V.1.0 heißen, genau wie hier. Hier bitte drauf achten, ich glaube, ich Minuszeichen geht glaube ich auch nicht, fällt mir gerade ein. Weil das ist das, was auf dem Garmin-Gerät geschrieben wird, lieber einen Unterstrich nehmen. Ja, IDs müsst ihr gucken. Ich gebe hier mal 50 ein, dann sage ich mir auch 50. Ist nur interessant, wenn man mehrere Maps auf dem Garmin hat, aber die Zechenkarte soll ja eh ja, im Endeffekt für den Desktop sein und weniger fürs Garmin-Gerät. Das macht da eigentlich weniger Sinn. Hier Planet holen bei Bedarf, das können wir auch so lassen. Image fürs Gerät passt. Das lasse ich für den ersten Lauf erstmal so. Speicher. So, jetzt habe ich soweit erstmal alles fertig. Und jetzt möchte ich natürlich bestimmte Sachen sehen. Ich gehe mal in die Render-Regel hinein. Und hier sehe ich schon, hier wird viel zu viel angezeigt. Und das, was ich brauche, wird nicht angezeigt. So, ich markiere mal alles. Und sage ihm, das alles kommt weg. Außer Großstadt will ich sehen. Ort will ich sehen. Stadtteil kann auch weg. Stadt will ich sehen. Dorf, Weiler kann eigentlich auch weg. Was brauche ich noch? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche noch Peak, weil die Halden, die möchte ich auch darstellen. Peak bleibt, ne? Das wäre der Tag Peak. Und der Rest sage ich einfach ausblenden. Das geht über einen Rechtsklick und sagen ersetzen von aktiv. Haken weg, schubsiwupp. Und jetzt habe ich nur das, was ich wirklich brauche. Ich schaue mal eben nach dem Zoom-Level. Ja, das passt. Hier wäre Zoom-Level 20. Ich denke mal, das kann ruhig auch ein bisschen höher. Beide markieren, rechte Maustaste ersetzen. Ich sage ihm mal bei, ja, komm, bei 18 soll er ersetzt werden. So, jetzt habe ich hier jede Menge freie IDs, womit ich neue Icons vergeben kann.
Da es in dem Video nur um eine Zeche geht, erstelle ich erstmal ein neues Icon mit einem Zechensymbol. Ich packe das hier mal nach ganz unten, sag ihm, Point ist richtig. Der Tag dazu wäre man made gleich mine schafft. Ja, ganz kurz gucken. Mine schafft, habe ich richtig geschrieben? Ja. Objekt, genau, ein Objekt haben wir noch nicht. Das müssen wir jetzt erstellen. Das Objekt nennen wir, ja, einfach mal Zeche. Ich glaube, hier, das kann man nicht ändern. Und hier schreiben wir auch rein Zeche. Jetzt brauchen wir noch dementsprechend ein passendes Symbol. Da habe ich schon etwas vorbereitet. So, hier hätte ich Zechensymbole. Ich glaube, das hier war ganz gut. Und hier habe ich noch ein Stollensymbol. Und irgendwo habe ich noch ein Haldensymbol. Gut, das sollte erstmal reichen. Das Icon, das packe ich natürlich dann auch dementsprechend bei Map Composer in Icons rein. Also wie man neue Icons erstellt, dazu habe ich schon ein Video gemacht, deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein. Mal ganz kurz gucken, wo es ist. So, das wäre meine neuen Icons, in dem Fall drei Stück. Zwei Stollensymbole und ein Zechensymbol. Und das Ganze natürlich in dem Pfad im Home-Verzeichnis Map Composer Icons. So, ich gehe einfach her und drücke F2 und sage ihm kopiere. Dann wird der Text in der Zwischenablage kopiert. Dann füge ich den hier ein, drücke die Tab-Taste und dann findet er das. Jetzt kann ich es markieren und kann ihm sagen, okay, und schon habe ich das neue Icon ja, in Map Composer eingefügt. Drücke auf Speichern. So, hier Layer. Ich möchte natürlich auch, dass ein Name dahinter steckt. Und bei Topo, Symbol named, sagt ja schon der Text als solches, dass das Ganze auch benannt wird. Wenn man auf die drei Sternchen klickt, dann sieht man auch, wie der Layer heißt. Topo, Symbols named. Ne? Ein Punkt ist es, Farbe und hier kann man auch die Größe eingeben. Ich sage Ihnen einfach mal 10. Und sage ihn speichern. Und schon haben wir jetzt hier das neue Symbol erstellt. Zoom-Level ändere ich auch noch. Ich sage Ihnen, das soll als erstes angezeigt werden. Und natürlich auch aktivieren, ganz wichtig. Sonst funktioniert das nicht. So, jetzt haben wir sie drin. Wir schauen nochmal nach. Renderregel ist es drin. Und in den Kartenobjekten gleich mit. Hier muss es auch irgendwo sein. Hier ist es. Hier, das hätte die ID. Zack, zack, zack. Grafik, Name, passt alles. So. Und jetzt könnten wir eigentlich sofort schon einmal einen Lauf starten. Ich überlege mal gerade eben, habe ich alles richtig gemacht? Weiß ich noch nicht, ist auch nicht schlimm. Ich mache einfach mal einen Start. Den ersten Lauf. Logfenster lasse ich mal geöffnet. Terminalfenster lasse ich auch mal geöffnet. Da kommen immer noch so ein paar Informationen, falls man irgendetwas falsch gemacht hat. Da ich jetzt so ziemlich alle Symbole ausgeblendet habe und die sind eigentlich fast alle auch mit der Renderregel verknüpft sind, wird hier gleich ganz viel roter Text erscheinen, da die Ersetzungen noch aktiv sind. Ne? Wie zum Beispiel Brückenanzeigen ist aktiv, ist aber eine Renderregel deaktiviert worden und deswegen ja, wird da gleich eine Fehlermeldung kommen, die aber im Endeffekt nicht wehtut. Man kann das Ganze umgehen, indem man die ganzen Ersetzungen dann dementsprechend dann auch deaktiviert. Dann muss hier der Haken weg sein, entweder rechts oder links oder beziehungsweise beide Haken. Und dann wäre die Fehlermeldung auch weg. Aber für das Zechen, ja, aber für den ersten Lauf sollte das jetzt nichts machen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Ich denke mal so 9 Minuten rum, roundabout. Ich werde bestimmt jetzt einen kleinen Stop einlegen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, das meine ich hier mit den ganzen vielen Fehlermeldungen, die eigentlich im Grunde genommen ja keine sind. Oder sind gewollte Fehler, kann man natürlich jetzt auch so sehen, der natürlich sich immer wieder auf die Renderregel bezieht, dass er kein passendes Symbol findet, weil ich es über die Renderregel deaktiviert habe und in der Ersetzung steht es immer noch drin. Wenn man es ganz sauber haben möchte, müsste man jetzt die Ersetzung dementsprechend auch noch
wie ich gerade gesagt habe, deaktivieren. Da werden die ganzen roten Felder nach und nach dann auch verschwinden. Da ich eh nochmal einen Lauf machen werde, kann ich damit ja schon mal anfangen, was man alles deaktivieren kann. Zum Beispiel hier Dimmer. Fangen wir hiermit mal an. Windräder. Wo haben wir die Windräder? Hier zum Beispiel einfach einen Haken wegmachen. Also hier bei Windräder 1 und 2 Haken wegmachen. Was haben wir noch für eine Fehlermeldung? Tore anzeigen. Irgendwo ist jetzt eine irgendwo gibt es eine Ersetzung, die Tore anzeigen heißt. Hier Tore anzeigen. Ich habe es gefunden. Haken weg. Speichern. So, was haben wir hier? Alternative Festungs. Da, alternative Festung. In dem Fall muss ich dann beide Haken wegmachen. Zack, zack, zack. Offene Tore. Wo haben wir das? So, ich sehe gerade, die Höhenlinien werden hier runtergeladen. Irgendwo stand das gerade. Ich scrolle nochmal ein bisschen nach oben. Genau, hier steht der hier unten. Ich wollte gerade sagen, eben habe ich doch was gelesen, dass die Höhenlinien runtergeladen werden. Also ich möchte die ja eigentlich nicht haben. Ich schaue nochmal nach, warum die überhaupt heruntergeladen werden. Irgendwo kann man das einstellen. Höhenlinien. Hier steht Höhenlinie bei Bedarf. Ja, okay. Hier hätte ich auf Ausmachen stellen sollen. Aber das ist, wie gesagt, auch nach Geschmackssache. Beim nächsten Lauf werden die auf jeden Fall nicht mit runtergeladen. Ja, und deswegen habe ich ganz gerne das Terminalfenster auf, weil hier doch teilweise steht hier natürlich genau das gleiche drin im Logfenster wie jetzt im Terminal. Aber zum Beispiel das hier, Downloading Höhenlinien, nenne ich es einfach mal, steht jetzt hier nicht drin. Ne? Und deswegen habe ich immer ganz gerne beide Fenster auf, dass man wirklich alle Infos hat. So, Map Composer ist fertig, 15 Minuten. Okay, bestimmt weil OBS noch mitläuft, hat es ein bisschen länger gedauert. Wie dem auch sei, ich gehe wieder in meinen Pfad hinein vom Map Composer, schaue in den Ordner Gami nach und sehe, irgendwo ist die Gmap-Subdatei. Die benenne ich sofort um in Zechen Map Test als Beispiel. Die kopiere ich mir eigentlich dahin, wo man es gerne haben möchte. So sage ich es einfach mal. Bei mir wäre das jetzt MTB Härten, Map, fertige Maps. Hier sind alle meine fertigen Maps drin, die ich erstellt habe. Ja, kann dann dementsprechend wieder schließen. Das kann man zwischendurch mal also eher so ein bisschen abspeichern alles. Jetzt öffne ich Q Map Check auf. Und dann sage ich ihm, da und da sehe ich schon, hier ist meine Zeichen Map Test drin. Falls sie bei euch nicht drin ist, müsst ihr zusehen, dass ihr bei QMap Check, dass dieses ja, Icon hier aktiv ist, rechte Maustaste, entweder auf Neu laden gehen, falls er nicht erkannt wird, oder das Kartenverzeichnis dementsprechend eingeben. So, die Karte deaktiviere ich und die aktiviere ich. So, wenn man nicht sieht, einfach ganz weit heraus scrollen und dann kann man dementsprechend in sein Gebiet wieder hinein scrollen und wir sehen, es hat nicht so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte. Er zeigt mir nur eine einzige Zeche an. Ich will aber, dass er mir alle Zechen anzeigt. Im Endeffekt so, wie es jetzt hier ist. Das wäre jetzt eine fertige Version. Also, es ist möglich. Ich habe also irgendwo noch einen Fehler gemacht. Das ist hier meine Testdatei. Und er zeigt mir nur eine einzige Zeche an. Jetzt ist natürlich die Frage, warum. Gehen wir der Sache mal so ein bisschen auf den Grund. Und gehen dann nochmal hinein in die... Erstmal hier alles löschen. So, wo gehen wir denn erstmal hinein? Wir gucken uns nochmal die Renderregel an. Die besagt, man-made gleich meine schafft. Dann soll er bei diesem Tag... soll eine Zeche erzeugen mit diesem Symbol. Gut. Was sagt denn die Ersetzungen? Genau. Dafür verantwortlich historische Bergbaue zusammenfügen. Einmal gucken. Austauschen man-made gleich Mine. Aha. Also brauchen wir noch einen zweiten Tag mit man-made gleich Mine.
Hier steht auch Man-Made gleich Mine. Also er greift immer wieder auf Man-Made gleich Mine zurück. Aber ich habe ja gesagt, Man-Made gleich Mine schafft. Da ja eine Zeche angezeigt wird, ist es für mich ein Zeichen, dass es zumindest einmal diesen Tag auf jeden Fall gibt im Datensatz-Ruhrgebiet. Und ja, jetzt brauche ich quasi noch einen zweiten. Ich nehme mir einen nächsten meiner Wahl. Genau, und hier sehe ich jetzt auch zum Beispiel Man-Made gleich Mine. Ist jetzt hier schon vorhanden und Edit ist auch vorhanden, obwohl Edit ist ja ein Stollen. Deswegen nehme ich den, der ist schon vorhanden. Ich aktiviere den wieder, Man-Made gleich Mine, den brauchen wir ja. Aber ich möchte ein anderes Symbol haben. Ich möchte nicht dieses Clashes zu haben, sondern ich möchte ja mein eigenes haben. 3 Punkte, geben es ein, drücken Enter, schups und schon haben wir es. Dann sagen wir ihn speichern. Zoom-Level möchte ich natürlich auch 16 haben. Ich möchte das ganz genau so früh sehen wie das andere auch. Und dann möchte ich noch, dass das Ganze benannt wird. Topo-Symbol named passt auch. Und schwupps, habe ich es drin. Jetzt sehe ich hier gerade, es ist nicht aktiv. Das müssen wir noch ändern. Und jetzt könnten wir eigentlich einen zweiten Lauf machen. Da ich jetzt nicht wieder eine Viertelstunde warten möchte, bin ich jetzt mal ein bisschen faul. Und machen wir noch mal eine Testregion. Ich füge einfach eine neue Region hinzu. Ich nenne das mal Zeche Kleingebiet. Übersicht. Und jetzt mache ich das Gebiet dementsprechend ein bisschen kleiner. Sachen kommen von 7 bis 7.5. Und von irgendetwas dazwischen muss es sein. Sagen wir 51.5 bis 51.6. Zack, zack, zack. Nordrhein-Westfalen müssen wir noch drauf achten. Wir können hier auch auf den Assistenten klicken. Da wird er mir bestimmt schon Nordrhein-Westfalen oben anzeigen. Tut er auch. Sage ich ihm okay. Keine Höhenlinien. Auch okay. Jetzt habe ich hier 2 Gebiete. Das sollte eigentlich meine Endkarte werden. Aber zum Testen, ob die Renderregel und so weiter passt, habe ich mir hier nur eine kleinere Version ausgewählt. Ja. Jetzt müssen wir auch noch hier die kleinere Version wählen, nach in Speichern und könnte eigentlich jetzt generieren. Allerdings als Kleingebiet. Ich sage generieren und wir sehen jetzt schon, dass bei den Ersetzungsregelungen schon wesentlich weniger Fehlermeldungen hier erscheinen. Okay, er ist schon fertig, da eine Minute, das ging jetzt natürlich rucki zucki. Machen wir mal gut, dann mal eben wieder auf leise. Zack. Wie gehen wir in den Pfad hinein? Map Composer, Garmin und jetzt haben wir hier die neue GSUB Map. Ich nenne das einfach mal Zeche Test als Beispiel. Test 1, wie auch immer. Ich kopiere mir das jetzt wieder in mein Verzeichnis hinein. Und wo haben wir Zeche Test? Haben wir jetzt hier und ha, das sieht doch schon gleich besser aus. Und jetzt werden im Endeffekt alle Zechen jetzt in diesem kleinen Gebiet angezeigt. Mein eigentliches Testgebiet ist natürlich ein bisschen größer. Das wäre jetzt so. Ja, und schon habe ich alle Zechen richtig schön markant dargestellt. Und das Ganze kann man jetzt noch erweitern, indem man sagt, okay, ich möchte nicht nur die Zechen sehen. Das wäre jetzt hier meine fertige Version. Ja, ich möchte zum Beispiel auch alle Halden sehen. Ich möchte alle Stollen und Erbstollen und so weiter sehen. Die hätten wir jetzt hier. Ja, hier habe ich es zum Beispiel so gestaltet, dass in der höchsten Zoom-Stufe werden nur die Halden angezeigt. Dann kommen irgendwann die Stollen hinzu. Dann irgendwann, weil zu viele sind, kommen dann quasi alle Zechen hinzu. Machen wir immer Vollbild. Ja, so sieht unser Ruhrgebiet aus. Zechen, Halden, Stollen ohne Ende. So, das soll es auch soweit gewesen sein zu der Zechenkarte. Alternativ könnt ihr natürlich diese Karte auch von meiner Homepage herunterladen. www.mtbtourmap.de. Ein Wort klein geschrieben und dann einfach hier auf Spezialkarten klicken. Ganz nach unten. Und dann wäre jetzt hier die Zechenmap. Jetzt in der Version 3, Version 4 ist im Aufbau. Einfach auf Download
Und dann könnt ihr hier dementsprechend als IMG-Datei direkt runterladen, mit Basecamp benutzen, beziehungsweise QMap-Check oder auch direkt aufs Garmin spielen. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, wie gesagt, so sähe dann die fertige aus, mit allen Schächten und allen Halden. Je nach Zoomstufe dementsprechend das passende Symbol, ganz schlicht und einfach gehalten. Die wesentlichen Punkte, ich glaube Straßennamen wären auch noch drauf im höheren Zoom-Level. Mal eben schauen. Wenn ich QMap-Check aufrufe, hier sieht man es vielleicht noch mal besser. Einfach mal hier hineinzoomt. Nee, Straßennamen wären jetzt hier nicht drin, wäre aber noch eine Option wert. Auch mit den Höhenlinien. Doch, hier sind Straßennamen drauf, wusste ich doch. Warum jetzt hier keine Straße ist? Okay, ist Industriegebiet, ist klar, da sind natürlich keine Straßen drin. Aber die wären jetzt hier so zur Orientierung, wäre das, denke ich mal, ganz hilfreich. Deswegen habe ich die bei der Karte drin gelassen. Ich glaube, die Höhenlinien, die mache ich, glaube ich, noch weg. Weiß ich noch nicht, muss mir noch überlegen. Ja, wie gesagt, die Möglichkeit gibt es auch. Entweder ihr stellt die Zechenkarte oder eine ähnliche Karte, so wie ich es gemacht, über Map Composer. Alternativ könnt ihr die fertige dann dementsprechend von meiner HP herunterladen. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und ihr könnt damit etwas anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!